Viele Menschen sitzen in einem Gedankenkarussell der Sorgen. Sie fürchten den Tod, die Armut, die Vereinsamung, eine Diktatur. Bei mir ist das anders. Ich verrate euch warum. Ich lebte mit Moslems, Atheisten und Christen. Als ich 15 war, zog ich zu den Buddhisten. Erlebte den Gospel, die Liebe im Islam. Buddha lehrte mich, dass die Gedanken nur Gedanken waren. Und ich suchte und entdeckte ihr Kernstück. Lauf in Demut und erkenne dein Glück. Das Leben ist ein Geschenk, genieße den Moment. So wie Meister Pumba, lebe nicht in Kummer. Ja, ich bin dankbar und privilegiert. Meine Geburt verlief glatt und ich wurde nicht dressiert. Geborener Wessi, Jugend im Osten. Ich wuchs geborgen auf in einer Welt der Hoffnung. Diese Einstellung habe ich kultiviert, weil die Hoffnung meinem Körper einfach gut vibriert. Bei dir ist vielleicht was ganz anderes passiert, dass du dich jetzt im Kreis drehst und die Hoffnung verlierst. Die Welt da draußen, die ist nicht gerecht, doch die Sehnsucht danach in unserem Herzen ist echt. Und jeder weiß, der durch die Welt reist, bis auf unsere Pseudo-Identitäten sind wir alle gleich. Ja, ich hab Hoffnung und du kannst es nicht verstehen, denn deine Augen haben nicht das Gleiche gesehen. Ich bin nicht naiv, eher kreativ, malte einen Traum, als du tief schließt. Also komm, ich lebte in Brandenburg, coole Menschen. Ich lebte in Berlin, coole Menschen. Ich lebte in Bangkok, coole Menschen. Ich lebte in Latchabuli, coole Menschen. Ich lebte in São Paulo, coole Menschen. Ich lebte in Kapstadt, coole Menschen. Ich lebte in Istanbul, coole Menschen. Ganz egal, wo ich lebe, ich sehe coole Menschen. Ich ging auf das Gimmi, coole Menschen. Meine Geschwister auf die Gesamt, coole Menschen. Mein Vater arbeitet im Heim, coole Menschen. Meine Mutter mit Schulschwänzern, coole Menschen. Mein bester Freund ist ein Bulle, coole Menschen. Ich chillte mit Gangstern, coole Menschen. Ich chillte mit Politikern, coole Menschen. Ganz egal, wo ich chille, ich sehe coole Menschen. Ich bin ein Deutscher und Däne, Araber, Turkmene. Doch meine Kultur ist so bunt wie meine Seele. Japanisch geprägt sind meine kindlichen Träume. Doch gehe ich auf die Straße, sehe ich überall Zäune. Wir leben in einer widersprüchlichen Ideologie. Wir glauben, die Menschen haben wirklich ihre Armut verdient. Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Und was sie ignorieren, müssen wir dann vergessen lernen. Aber eigentlich sind wir ziemlich okay. Alle hätten gern, wären sie mal nicht gequält. Und das Einzige, was dieser Liebe im Wege steht, ist dieses dämliche System, wo der Pauseknopf fehlt. Doch ich blicke auf die Wände, alles hat ein Ende. Reicht in meine Hand, weil ich gerne Liebe spende. Und wenn du nicht verstehst, warum ich hier so red, dann reise mal allein, dann wirst du es schon sehen. Ich träumte nach London, coole Menschen. Ich träumte nach Paris, coole Menschen. Ich träumte nach Amsterdam, coole Menschen. Ich träumte nach Marseille, coole Menschen. Ich träumte nach Kroatien, coole Menschen. Ich träumte durch Myanmar, coole Menschen. Ich träumte durch Laos, coole Menschen. Ganz egal, wohin ich träumte, ich sehe coole Menschen. Ich sehe coole Menschen, aber ein scheiß System. Ich sehe coole Menschen, aber ein scheiß System. 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 Und deshalb müssen wir auf die Straße gehen. Fällt es schwer, an die Güte von Menschen zu glauben. Aber ich glaube, dass das, was mit den Menschen gemacht wird, gar nicht das ist, was die Menschen wollen. Und das können wir lernen. So wie Gott uns geschaffen hat, hat er uns zur Güte bestimmt und zum Frieden und fähig, danach zu leben. Wir müssten nur aufhören, uns in Angst jagen zu lassen von all denen, die als Realismus genau dies behaupten. Nein, die Menschen sind böse, die Menschen waren noch nie anders, wir müssen uns schützen, wir müssen gegen die Bösen als die Guten uns verteidigen. Nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen uns weigern, uns von den Bösen so böse zu machen, wie wir glauben, dass die schon wären, indem wir es selber werden. Es könnte Schluss sein.